Aus den 30 fertigen Modulen soll jetzt ein Basketterstern werden. Wie das geht, zeige ich euch jetzt. Für den ersten Zacken werden 3 Module benötigt. Diese werden so zusammengesteckt, wie ich euch es jetzt zeige. Nehmt euch ein Modul und klappt die Flügelchen wieder ein Stück weit auf. Jetzt kann man sie ineinander stecken. Es werden immer die aufgeklappten Teile zusammengesteckt. Und schon ist der erste Zacken auch schon fertig. Für jeden weiteren Zacken benötigst du nun 2 weitere Module. Nun verbinde ich diese 3 Teile zum nächsten Zacken. Erst wieder alle aufklappen. Und zusammenstecken. Sind die ersten 4 Zacken fertig, benötigt ihr nur noch ein Modul zum ersten Fünferkranz. Die Kanten drücke ich immer schön glatt. Nach diesem Prinzip verbaut ihr alle Module. Mittlerweile sieht mein Stern so aus. Immer weiter nach dem gleichen Prinzip. Immer wenn 4 Zacken fertig sind, fehlt noch ein Modul zum Fünferkranz. Wenn ihr alle Module verbaut habt, bleibt oben ein dreieckiges Loch. Die 3 abstehenden Module verbindet ihr zum letzten Zacken.
Der Basketterstern ist fertig.